So, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Test von einem relativ neuen MMORPG, Aura Kingdom, jetzt auch in Deutschland, in der Open Beta, gerade verfügbar geworden. Und ja, ich habe das gesehen und mir gefällt der Zeichenstil recht gut und dann habe ich mir gedacht, ja, stelle ich das mal vor, zocke ich das mal an. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen gespielt und zwar mit der Klasse hier und die ist eigentlich ganz geil. Allerdings wollte ich jetzt auch mal was anderes, vielleicht sogar Nahkämpfer mal gucken. Es gibt hier sehr, sehr viele verschiedene Klassen, angefangen von diesem Paladin, dann über den Berserker, über die Derwische, also eine Schurkenklasse, dann die Desperado mit zwei Pistolen ausgestattet, ein Kanonier mit einer dicken fetten Lumme, den Baden, der ein bisschen Musik spielt, ein Magus, praktisch der Elementarmagier sozusagen, dann das Orakel, das habe ich ja schon mal angezockt, das spielt halt viel auf Support und ist ganz viel um das Buch aufgebaut. Dann den Naya, so ein Krollenkämpfer, auch ganz geil sieht der aus. Und halt den Waldläufer, der halt dann mit Bogen spielt. Hier stehen übrigens, das finde ich sehr schön, erstens mal ist alles sehr gut in Deutsch schon gefasst. Und hier stehen dann auch nochmal die Sachen, wo hier unterschieden wird, ist halt in Einzel Damage per Second, in Flächendamage per Second, in Abwehr, Agilität, Heilen und Support. Wie man hier sieht, ist beim Paladin eigentlich so das Ausgewogenste, wobei halt die Abwehr durch den Schild halt nochmal richtig gepusht wird. So hat man zum Beispiel aber beim Desperado nicht viel auf Abwehr, dafür auf Support, Agilität sehr viel. Und hier beim Baden natürlich sehr viel auf Heilung und Support und sehr wenig Schaden. Ja, mich interessiert eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, am meisten entweder der Derwisch noch, der Bade oder der Magus. Wobei ich sagen würde, dass ich eher so den Baden bevorzugen würde für dieses Let's Show. Einfach weil das andere, das Schwerkämpfer und Magier sind halt doch für die meisten irgendwas Standard. Das ist so ein Bade schon mal was Besonderes. Ja, hier sind wir dann auch schon in der Charaktererstellung. Erstens mal kann man wählen zwischen Mann oder Frau. Das Ganze ist natürlich sehr piepsig gehalten, große Augen, schöner Manga-Zeichenstil. Ich finde das sehr schön gezeichnet, muss ich wirklich sagen. Wirklich ganz toll. Hier kann man dann noch das Gesicht verändern. Richtig gelangweilt. Und auch hier kann man verändern. Dann die Frisur natürlich noch. Die sind wirklich sehr schön gemacht. Ich finde, es ist halt alles kindlich gehalten, allerdings finde ich halt das sehr schön gezeichnet. Also wer auf Manga steht, wird sich hier wirklich an den Charaktermodellen auch erfreuen können. Auch später mit den ganzen Rüstungen, ja, da hat man doch schon Spaß an der ganzen Sache. Kann ich natürlich auch die Farben wählen, wie man sie haben will. Also das ist alles wirklich sehr, sehr schön gemacht. Kann man nicht viel gegen sagen, es wird standardmäßig. Hier kann man sich auch noch ein paar Modes anschauen dann. Oh yeah. Dance. Sehr, sehr flüssig alles, finde ich auch. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja, geben uns mal einen Namen. Diplun, keine Ahnung. Und dann drücken wir mal auf Bestätigen. So, was ist jetzt besonders an Aura Kingdom? Aura Kingdom, du definierst dich nicht nur durch deine Klasse und deinen Hauptcharakter, sondern hast auch einen zusätzlichen Charakter, der praktisch neben dir herfliegt und halt dir hilft. Und je nachdem, was halt der kann, kriegst du auch andere Fähigkeiten nochmal. Und hier zum Beispiel beim Feuern, beim Schaden ist eher er hier gut, Gaias Sohn.
Hier bin ich eher für die Gaias Heilige, weil ich da mehr auf Support, Abwehr und Heilen Wert lege. Die kann man so nicht anpassen, später kriegt man aber Anpassungen, neue Skills, man kann die leveln. Und man sollte die leveln und es sind halt wirklich sehr, sehr starke Angriffe. Die sind auch, der hier zum Beispiel kann sehr gut tanken, also der holt dir die ganzen Gegner weg von der Backe, sodass du als Magier gerade einfach viel mehr Zeit hast. Ja, das sind hier nochmal die vier Sachen, die haben halt hier die verschiedenen Stats. Und nach dem richtet sich auch eigentlich, was man nimmt. Ich nehme jetzt hier die Heilige, weil die kann heilen. Genau, Charakter erstellen und los geht's. Jetzt gleich mal ein kleines Intro-Video und das Tutorial. Das werde ich aber alles relativ schnell machen. So, einmal gibt es hier einen täglichen Login-Bonus. Gut, der ist halt standardmäßig bei solchen Spielen eigentlich fast. Gut, hier selber spielen ist jetzt nichts Besonderes. Es ist halt das typische Quest hin und her für vom AE halt, vom Online-Spiel halt, wie man es halt kennt vom MMOs. Ganz normal. Was ich sehr schön finde, das ist mir ganz am Anfang schon aufgefallen, man kann die meisten Elemente einfach so frei bewegen. Und das finde ich sehr geil. Hier, das ist wahrscheinlich die Klassenanzeige hier. Für die Klasse halt spezifisch bei dem Orakel war es vorher ein Buch mit drei Skills drin, die sie dann aufladen. Hier hat man den HP-Pot zum reinmachen. Hier kann man auch Auto-HP-Pot einstellen, bei wie viel Prozent der automatisch anspringt. Oh, finde ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ich finde es auch toll, dass man das alles hier so schön verschieben und ändern kann. Das ist wirklich toll. Ja, die Minikarte, alles ganz normal. Wie man sich halt vorstellt von einem Spiel, von einem Online-Spiel. So, das ist jetzt unsere Harfe, die Harfe. Das ist jetzt das Tutorial. Hier spielt man schon einen in Anführungszeichen hochleveligen Charakter, also Fragezeichen ist halt hochlevelig, aber gut. So, cool ist auch der Doppelsprung, der wird später auch noch wichtig, das zeige ich aber noch. Ja, also wir machen hier mal so die standardmäßigen Quests. Das ist normal, ich habe hier schon zwei Skills. Das sind aber auch die Anfangsskills, die man auch später hat am Anfang. Jetzt haben wir halt zwei Skills. Ja, bla bla bla, hin und her. Oh, drei große Dämonen muss man töten. Also lernt man praktisch jetzt das Kämpfen. Kämpfen ist eigentlich wie immer. Du visierst an. Es gibt ein bisschen Movement durch die AEs und natürlich normales Anwählen und Co. Also du kriegst schon Schaden auch hier, so ist es nicht. Aber ja, am Anfang ist es halt noch sehr einfach. Später wird es eigentlich noch nicht schwerer. Es wird erst schwerer, wenn man so ins zweite Gebiet kommt. Am Anfang ist halt alles noch sehr viel auf Einführen dran und auf Hinführen, Ranführen an die ganzen Geschichten. Das hier, das ist die Fabel auf die. Und wie man auch sehen kann, ich krieg zwar Schaden reingedrückt, aber ich heile nicht durch die Skills auch nicht hoch. Das ist anscheinend beim Baden so das Üblichste. Das finde ich jetzt nicht tragisch. Storymäßig hier muss ich sagen, ist es eine typische Klischee-Story. Ein böser Ritter, der alles vernichten will. Nichts Besonderes, aber halt Standard. Ist jetzt für mich bei so einem MMO eher weniger ausschlaggebend, solange das Gameplay eigentlich passt. Hier hat man zum Beispiel auch AE-Strahl, den man dann ausweichen kann. Also ein bisschen Movement ist schon drin, gerade auch mit Sachen springen und so. Ja, da kann man schon gut Schaden auch vermeiden. Genau, wie gesagt, ich finde, sieht sehr, sehr schön aus. Alles schön gezeichnet, kindlich gezeichnet, aber schön gezeichnet. Ja, hier sehen wir dann den schwarzen Ritter, der dann den geilsten Namen ever hat. Aber das sieht man dann gleich nochmal. Reinhard. Ist natürlich der geilste Bösewichtsname
überhaupt Reinhard. Ja, aber Andreas ist natürlich jetzt auch nicht der beste Heldenname. Zumindest nicht episch sein. Nichts gegen den Namen. So, man kann sich auch per Klicks fortbewegen, das ist aber nur so nebenbei gemacht. Die Steuerung am Anfang ein bisschen verwirrend und vor allem es gibt halt wie in jedem sehr viel Sachen. So, hier haben wir zum Beispiel, und das ist jetzt ein Begleiter, Brünnhild. Und hier habe ich einen neuen Skill bekommen und das sind halt diese Finisher, sag ich mal, diese speziellen Skills, die dein Charakter zusammen mit deinem Begleiter dann ausführt. Die arbeiten zusammen und verrichten somit auch einen Heidenschaden. Bam. Also richtig geil. Die sind richtig gut gemacht. Muss ich schon sagen. Ja, also jetzt da die glaube ich ein bisschen labern. Ganz kurz, wer auf diesen Grafikstil nicht steht, der hat auch in der Regel in diesem Spiel nichts verloren, weil ansonsten kann man auch jedes andere MMO spielen. Ich finde allerdings, ich kenne zumindest sehr wenige, die solch eine schön gezeichnete Manga-Grafik auch haben, also ich finde es wirklich sehr schön. Vor langer, langer Zeit so ein kleines Video. War der Gaia-Kubus seiner Einsamkeit müde. Und so erschuf er mit seiner göttlichen Macht die Welt, in der wir leben. Ohne Zweifel handelt es sich dabei um ein wahres Meisterwerk. Sieh mal auch nochmal. Mit der Zeit entwickelten sich schönes verschiedene Kulturen und Geschöpfe. Schön gezeichnet. Schließlich erwählte der Gaia-Kubus eine Gruppe von Wesen, aktivierte die Energie in ihrem Inneren und verwandelte sie in eine heilige Kraft. Diese Wesen erlangten so überlegene Kampffertigkeiten. Die Gruppe der Auserwählten spaltete sich jedoch in zwei Lager. Jene mit unreinen Seelen nutzten die göttliche Kraft für kriminelle Machenschaften. Und jene mit gütigen Herzen wurden mit Hilfe der göttlichen Kraft zu Helden. Obwohl die Absichten des Gaia-Kubus im Verborgenen liegen, ranken sich viele Mythen und Legenden um die Taten der Auserwählten. Und so gingen sie in die Geschichte ein als die Gesandten von Gaia. Genau, und so einer sind wir. Also, storytechnisch ja nichts Besonderes. So, jetzt kommen wir in die erste Stadt, in das erste Gebiet. Das wir eigentlich bis Level 10, 11 auch so haben. So. Ich muss sagen, soundmäßig, der Soundtrack selber, also die Musik ist gut. Die Sounds selber, die Effekte eher, naja. Dreht jetzt mal runter, nicht dass man hier nichts versteht. Genau, also ja, ich sag mal so, jetzt kann ich auch mal hier alles zeigen, das Charaktermenü und. Hier sieht man also den Charakter. Es gibt einen Primärwaffenplatz, einen Sekundärwaffenplatz, zwei Schmuckstücke, eine Kette, einen Ring, Helm, Hemd, Rücken, Hüfte oder Hüft. Handschuhe und Stiefel und das Aussehen bestimmt allerdings das Kostüm. Das bekommt man allerdings auch, weil hier gibt es so ziemlich alles irgendwie einen Bonus. Hier ist Schaden 2% mehr und man kann es auch noch verzaubern. Das kommt aber erst später. So, titelmäßig gibt es auch wahnsinnig viele, also wirklich brutal viele. Was ich allerdings gerade sehe, ich kann mal hier Titel erhalten, ja, die sind übergreifend, also charakterübergreifend. Wenn du bei einem Charakter mal alle Titel freigeschaltet hast, kannst du dann auf beim nächsten Charakter auch drauf zugreifen. Ob das gewollt ist oder nicht, weiß ich nicht. So, dann haben wir das wohl Wichtigste, das ist der Talentbaum. Man fängt in der Mitte an und kann sich dann eben immer, je nach unten, links, rechts, nach oben oder halt überall ein bisschen hinverbreiten, je nachdem ob man jetzt mehr aushalten will, mehr heilen will, Skill-Abklingzeiten, Crit-Raten, Schaden, also das ist alles
machbar. Und am Schluss kommen halt dann die Skill-Verstärkungen, ne, wo man dann die einzelnen Skills nochmal per Talent verstärkt. Abenteuerorden weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was das ist. Allerdings, ja, werde ich das bestimmt auch noch rausbekommen und dann werde ich das auch bestimmt erklären. So, wie gesagt, das war jetzt der Charakterplatz. Jetzt hier nochmal der Rucksack. Hier hat man dann also Geld, einmal in Silber und einmal in Goldmünzen. Wahrscheinlich bei 1000 Silbermünzen wird es eine Goldmünze oder so. Abenteurer, Fragmente und Treuepunkte. Fragmente braucht man, das weiß ich schon, zum Upgraden von Sachen. Man kann sie auf bis plus 20 alles upgraden. Treuepunkte sind die... Genau, Treuepunkte gibt es für das Typen bestimmter Monster. Und Erlangen von Freunden und das Grüßen von Freunden. Ne? Schön. Geiersplitter kannst du durch das Zerlegen von Ausrüstung gewinnen, die man dann zum Upgraden wieder braucht. Abenteurer gibt es durch Quests und besondere Aufträge. Genau. Und Geld gibt es halt durch normale Quests. So, genau. Das ist eigentlich alles. Das Questlog ist eigentlich auch normal aufgebaut. Allerdings halt noch sehr... also das hier unten ist alles Beta-Testen. Testquests, also die braucht man nicht. Wichtig ist angenommene Quests und ausstehende Quests, Hauptquests. Das ist eigentlich das Wichtige. Runquests. Runquests ist später dann für Runpunkte und das braucht man dann wieder, um neue Sachen zu kaufen und und. So, jetzt fangen wir einfach mal an, hätte ich jetzt gesagt. Hier haben wir auch schon das Fragezeichen auf der Karte. Und so sieht das Symbol auch aus. Ja, und dann nehmen wir jetzt einfach mal an. Am Anfang ist natürlich noch ein bisschen Rumrennerei. Jetzt müssen wir mit den ganzen Händlern mal sprechen. Natürlich das Ganze, mal die grundlegendsten Sachen ansprechen eben. Das ist aber klar. Es ist bei jedem MMO mittlerweile so, dass es ein ausführliches Intro gibt, ein ausführliches Tutorial, um alles nochmal zu erklären. Wir müssen jetzt denen die Marmeladen geben. Und dafür geben die uns nichts, aber wir haben unsere Quest erfüllt und somit kriegen wir auch Erfahrungspunkte. Die Erfahrungsleiste ist ja unten. Die kann man nicht verschieben, allerdings die Charakterleiste, die ist normalerweise hier oben, wo ich jetzt meine Quests habe. Die habe ich runter verschoben, weil ich es aus Guild Wars auch so gewöhnt war. Ja, ganz normal, hier sieht man halt auch alles. Das Level, die Primärwaffe und die Lebenspunkte. Und halt das kleine Portal. Genau, hier steht's, sprich mit York, um die Quest zu beenden. Scuddy hat sich entschieden, sie wird nach Josh suchen. Sie bittet dich, daher ihrem Garten York einen Lunchbox in den Leuchtturm zu bringen. So, wunderbar, machen wir doch, oder? So, es gibt auch hier Haupt- und Nebenquests, allerdings bekommst du nur eigentlich die Hauptquest wirklich erklärt. Die Nebenquests muss man sich eigentlich selber erschließen, beziehungsweise... Die meisten Nebenquests, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, das sind so grüne Marker, die macht man anscheinend, wie ich so sehe, nur einmal pro Account und dann hat man es halt. Die sind aber auch nur für diese Titel, die ich ja eh schon habe. Genau. Jörg empfiehlt dir, in der Holzfällerei auszuhelfen. Sprich dort einfach mal mit Vorarbeiter Kane. Nur gut, machen wir das mit. Normalerweise hätte jetzt die jetzt eine Quest, eine grüne Quest, damit ich zu Kane gehen muss, ihnen kurz eine Lunchbox und dann bekomme ich einen Brief, da gehe ich zurück und dann bekomme ich einen Titel. Ja. Hier sieht man natürlich auch wieder, dass das Ganze sehr kindlich gehalten ist. Hier haben wir einen Flummihasen. Ich meine, die sind halt richtig toll und süß gezeichnet, finde ich echt. Und es hat alles, sehr, scheint eine sehr lebendige Welt auch zu sein. Also mir gefällt es wirklich sehr schön gezeichnet. Ist nicht jedermanns Sache, aber muss ja auch nicht jeder spielen. Ich will es hier nur ein bisschen zeigen, weil ich finde, es spielt sich schön. Vor allem, es ist flüssig. Ich spiele jetzt auf höchster Auflösung, auf höchster Grafikstufe und es läuft einwandfrei. Echt super. Hier, die Quests sind halt Standard. Wie ihr kennt, hier kann man auch dann den Trank gleich reinziehen. So, jetzt haben wir hier was Besonderes und zwar Flummi Häschen Rüppel Boing Boing. Das hört sich jetzt gerade so beschissen an, aber das sind Bossmonster. Die geben jeweils Titel und blauen Loot. Blau ist eins besser als weiß. Ja, also von den Seltenheitsgraden her sollte man da schon was können. So, hier bin ich nicht aus dem Ei rausgegangen. Das haben wir gleich mal schön
gemerkt. Ich hoffe, ich schaffe den eher nicht. Scheint nicht so. Scheiche, das ist echt nicht gut. Au, 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 au. Lecko mio, der ist aber schwer. Uah. Ah, da hilft mir ja gerade einer. Das ist ja nett. Vielen Dank. So, also ich kämpfe hier gerade mit meinem... Ich heile auch den Herrn gerade ein bisschen hoch. So, und genau, und da gibt es halt dann diese Schatztruhen. Und die werden dann gelootet und dann gibt es hier eben schön Set-Items. Hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen, ist auch interessant. Ist auch mal was Neues wieder. Also, klasse, klasse. Schön. Ich entdecke noch, glaube ich, 4 Stunden, was ich jetzt drin habe. Noch immer im Startgebiet neue Sachen. Interessant. Eine Gaia-Teleportation in der nächsten, zum nächsten sicheren Punkt porten. Ja, ist klar. So. Ziehen wir mal unser neues Zeug an. Was haben wir hier? Hier sieht man auch schön, um wie viel das erhöht wird und und. Ja, ein Helm für Charakterlevel 18 oder höher. Was ist denn hier los? Das ist seltsam. Hier auch, die Stiefel auch. Und die Stiefel auch. Das ist jetzt seltsam. Ob das so sein soll, kann ich echt nicht sagen. Ganz komisch. Naja, jetzt sind wir Level Up. Hier kann man dann die Stat-Punkte verteilen. Einmal in Schaden, einmal in Crit und einmal in Geschicklichkeit. Je höher die Geschicklichkeit, desto niedrig ist die Abklingzeit der Skills. Um einen gewissen Prozentsatz Crit, ne? Kritischen Schaden. Oder beziehungsweise hier die Chance. Crit-Chance und unten dann der kritische Schaden wird durch den Schadenslevel. Genau, da kann man dann auf OK drücken und dann passt es. So, jetzt habe ich 4 Flummihasen, jetzt brauche ich noch 3 Schlawiner-Flummihasen. Er leidet 5 Dot pro Sekunde, auch sehr gut. Ich habe irgendwie nur Dot-Klassen gerade in diesem Spiel. Komisch, naja, egal. Ich mag so Magierklassen sehr gut und der Bade ist auch sehr schön gemacht. So. Wirklich auch sehr schön geschaltete Skills. Ganz, ganz schön. Es ist free to play, das Spiel. Das sollte man sich vielleicht eingestehen. Es ist nicht buy to play. Habe ich mir schon von Veteranen versichern lassen. Es ist nicht buy to play. Man kann alles durch Spielen erreichen. Natürlich mit den diversen Boosts geht halt das Leveln schneller und. Ganz normal. So, jetzt habe ich gerade mit Level 3 meinen ersten Talentpunkt bekommen. Jetzt kann ich halt auswählen zwischen erhaltene EP um 2% erhöhen, Blitzreflexe, also die Geschicklichkeit, na Angriffsgeschwindigkeit und Skillabklingzeit reduziert sich, Crit-Chance erhöht oder maximale Lebenspunkte erhöht. Ich nehme jetzt mal hier Abklingzeit. Ja, dann kann man eben hier so weitergehen und. Wunderbar, muss man sich auch ein bisschen spielen. Maximal Level ist 60, so viel ich weiß. Oder 50 oder 60, irgendwie sowas. Soll allerdings ziemlich leicht erreicht werden. Also ich habe von Leuten gehört, die haben in der Close Beta zumindest ein paar Stündchen drin gehabt und hatten dann schon erreicht. Also ja, da ist ja wieder der kleine Boing Boing. Bin ich zum Beispiel mal als Abwechslung mal rausgegangen aus einer AE. Ist bei mir auch nicht die Norm. Gott. Also mit der anderen Klasse ging das durchaus entspannter von der Hand. Oh, jetzt habe ich gerade natürlich das Ding rausgenommen. Natürlich nix. Blödes Boing Boing hier. Ja, ich schaff das schon. Ja, so am Anfang. Na gut, jetzt hilft mir eh die Anleihen nicht. Vielen Dank dafür. Nee. Jetzt muss ich das kurz fertig machen.
damit ich die ganze Sache eigentlich auch mal ein bisschen weiterkomme hier in den Quests. Im Grunde von der Story will ich jetzt nicht zu viel vorgreifen. Es ist, wenn man sich darauf einlässt, eine schöne, kleine, süße Story. Gameplay-technisch dürfte nicht zu viel erwarten von dem Spiel. Ich meine, es ist wer auch drauf steht, wer auf diesem Zeichenziel steht, der wird mit diesem Spiel auf jeden Fall einen Haufen Freude haben. Es ist auch an einigen Stellen sehr humorreich und wirklich schön gestaltet. Jetzt machen wir kurz weiter, dass ich euch noch ein richtig tolles Feature hier zeigen kann. Ich verrate jetzt nicht, wie es heißt, weil sonst weiß man eh schon, um was das geht. Okay, es heißt Himmelsgleiten. Und ja, es ist genauso cool, wie es sich anhört. Mal gucken, das würde ich normalerweise eh bald bekommen. Schlafende Holzfäller wecken, okay, machen wir. Müssen wir kurz mit dem Hammer draufhauen, ganz sanft, wie wir sind, als Bade. Also hier nochmal, richtig schön auf der Omme hauen. Genau, also so sieht er auch, bin ich schon fertig, so sieht halt der Anfang von dem Spiel aus. Das heißt, halt stinknormale Quests in dieser schön gezeichneten Welt absolvieren und reichlich EP und Erfahrung kassieren. Es gibt auch Instanzen, es gibt anscheinend auch Raids. Was ist geschehen? Oh mein Kopf. Ja, genau. Das sind auch so diese stiltechnischen Zwischenschnitte. Ja, ist auch in Ordnung. Und wirklich vergeben, ja. Da haben wir den Dorfarzt. Wunderbar. Schön. Immer von den Hängeohrantilopen. So, jetzt habe ich zum Beispiel auch wieder einen Skill bekommen. Die bekommt man durch Quests oder durch Erreichen eines bestimmten Levels. Okay, das war anscheinend ein Heal. Vielmehr was Lyra halt anwende, in geringem Maße verleiht die einstapelnden Marshmallow. Was man natürlich auch sagen muss, die Skills und vor allem ihre Effekte auf Verbündete und Gegner riechen sich nach der Waffe. Es gibt Waffen mit verschiedenen Effekten, die haben auch alle extra Namen. Wirklich sehr interessant. Kann man wirklich sehr viel rumspielen auch. So, hier. Es ist halt... Mir kommt schon vor wie ein Grinder. Es ist ein Grindgame eigentlich. Es ist kein schlechtes Grindgame, meine Güte. Das ist halt eins. Halt. Aber es ist nicht schlimm. Also ich mag ja persönlich so Japano-Grinder sehr schön. Die einfach so schön gezeichnet sind, weil ich erfreue mich immer an der Grafik so stark. Ach, herrlich. So, kriegt noch ein paar Pilzchen. Wie gesagt, ich werde auch dann noch gleich auf meinen größeren Charakter, der ist jetzt zwar auch nur Level 14 oder so. Allerdings kann man dann schon noch mal ein bisschen mehr sehen, weil der ist schon im zweiten Gebiet. Da hat man schon ein bisschen mehr zu tun dann auch und ist auch ein größeres Gebiet, weil das Gebiet hält sich halt in Grenzen. Hier gibt es zwei Bosse. Einmal der König der Laufvögel und einmal der Boing Boing. Später gibt es auch viel mehr. Es gibt halt für jeden besonderen Gegner, den man tötet, einen Titel, der dir dann spezielle Boni gibt. Es gibt für jede grüne Quest gibt es einen Titel, der die bestimmte Boni gibt. Die sind halt alle permanent und das finde ich eigentlich wirklich sehr schön. Das ist nochmal eine gewisse, ja, extra für, nice. Praktische extra Customization, wie man sagen, die einem praktisch was bringt. Finde ich schön. So kann man nochmal das letzte aus dem Charakter rauskitzeln. Oder man kann es halt auch richtig versauen, wenn man das falsch nimmt. So, du hast den neuen Skill Himmelschwimmen, gell? Genau, das ist das, was ich eigentlich haben wollte, das, was ich nochmal zeigen wollte. Und zwar, gut, das wird jetzt bald mein Begleiter, das ist eine andere Geschichte. Das zeige ich dann später. Das wird nämlich ein bisschen länger dauern sonst. Also hier, wenn ich jetzt in die Luft springe, dann kann ich R drücken und dann gleite ich halt so im Himmel und dann kann ich wieder R drücken, dann gleite ich wieder höher.
Und man kann zwar nicht ewig gleiten, weil irgendwann setze ich die Abklingzeit nur erst auf 7 Sekunden wieder zurück vom Höhergleiten. Dann kann man halt so Ironman-mäßig landen. Richtig schön, aber das zeige ich euch nochmal alles in der Charakterauswahl mit meinem anderen Charakter. Das ist auch schon ein bisschen weiter. Also von dem her kann man auch ein paar Skills sehen, da kann man auch Skills sehen, die dann auch ein bisschen animiert sind, ein bisschen schöner. Schon so. Also ich finde, es ist einfach schön gezeichnet. Es ist einfach schön, das Spiel. Ich meine, dem sollte man sich natürlich auch Gedanken machen. Genau, ich habe mein Büchlein. Level 14 ist er, genau. Genau, und ich bin schon jetzt in der Kosan-Küste, nicht in Skadia, sondern schon eben im zweiten Gebiet, in dem man kommt. Da ist man halt auch, das zeigt sich auch hier immer an, bis Level 20. Genau. So, dann gehe ich mal aus der Stadt. Da sieht man schon, meine Skillleisten sind doch schon um einiges mehr gefüllt. So, und hier sieht man meinen Begleiter, den ich am Anfang gewählt habe. Mit dem kann ich halt dann spezielle Attacken vollführen, die sehr viel Schaden machen. Das ist mein Charakter, also mein Klassen-Skill sozusagen. Das heißt, ich kann hier Macht aufladen. Kann dann dementsprechend was machen. Also hier fühlt sich gerade der Balken so schön. Da kann man eigentlich auch hier Weltall, Schattenblitz, Weltall sind die richtig heftigen Skills sozusagen. Die werden dann durch den bei mir den 5er Skill nach der Reihe dann ausgelöst. Je nachdem, man kann bis zu 3 aufladen, da ist auch ein Heal dabei bei der Klasse jetzt, also wirklich sehr schön. Und jetzt ganz kurz, und das ist jetzt der Skill, den ich eben habe. Ich nehme jetzt meinen Begleiter sozusagen und wirbel ihn nochmal in Verrückte herum. Und die haben dann auch immer Lustiges zu sagen, Tanuki klingt ja schwach, du bist immer besser. Wirklich sehr schön. Klasse. So, hier haben wir dann Welt und Seelen, so nochmal, mal gucken, wie der aussieht. Das ist anscheinend bei meiner... Das ist das Random, was ich hier für Skills bekomme. Das heißt, die Klasse ist eigentlich komisch. Irgendwie, weil es auf Glück basiert. Allerdings muss ich sagen, macht mir das nicht viel aus. So, dann kann ich hier nochmal was anderes zeigen. Ich habe hier eigentlich auch noch nicht mehr Ausrüstung. Es gibt hier zum Beispiel diese legendäre Ausrüstung. Ich glaube, dass es legendär ist. Die habe ich mir selber hergestellt, das muss man zwar für eine Quest machen, allerdings gibt es halt auch Crafting hier, das ist relativ easy, du musst ja einfach für bestimmte Rezepte bestimmte Sachen zusammenfahren und die einfach kombinieren und dann hast du dein Ding. Ja, und die haben halt ziemlich viel Zeug drauf. Das ist Wahnsinn, genau. Und ich weiß nicht, ob das im Talentbaum... Wo war denn das? Wo hatte ich das reingesockelt? Es gab noch irgendein anderes... Genau, das ist jetzt das Fenster für meinen Begleiter. Da kann man ihm also was Schwarz schenken. EP-Kristallstaub. Da levelt der halt dann. Und je nach Level von dem Begleiter kann man dann verschiedenste, so ein Roboter dann oder ein, das kann man dann für den freischalten. Also das sind auf die Skin sozusagen, das dann dementsprechend weiterentwickelt werden kann. Genau. Es kann nicht höher leveln als du selber. Das sollte man auch vielleicht wissen. So, die Verbindung ist, wenn man AFK ist, dann kriegt man eine Zeit lang, wenn man mit dem redet, sozusagen Sachen zugesteckt. Es gibt Gilden, allerdings muss ich sagen, interessiert mich das noch nicht so, weil die noch nichts bringen, in Anführungszeichen. Und ja, da bin ich eben nicht so scharf drauf, wenn es nur Sachen sind, die nichts bringen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, irgendwo gab es noch irgendwas zum Ausrüsten, was bestimmte Fähigkeiten verbessert. Allerdings finde ich das gerade nicht. Das tut mir jetzt sehr leid, aber es hilft halt nichts. Wenn ich zu blind bin dafür, dann bin ich halt zu blind dafür. Also nochmal ganz kurz, man kann auch hier färben.
Also Sachen einfärben, ich habe jetzt keine Farbe. Ich kann also nichts einfärben. Aber genau, man kann halt einfärben. Jetzt muss ich wirklich kurz. Ah ja, genau. Skills, bei Skills ist das Ultra Skills. Ne? Es gibt ja Schlüsselskills, Hauptskills und Ultra Skills. Ja, die kann man dann freischalten und da kann man halt. Die sind halt nur dafür da, um bestehende Skills zu verbessern. Also vorher hatte ich Schattenblitz, jetzt kriege ich Blutschattenblitz. Später kriege ich dann nochmal besseren Blutschattenblitz und nochmal einen besseren und nochmal einen besseren. Ja. Das ist wunderbar. Der verbessert halt, die können halt dann nochmal verbessert werden. Für bestimmte Skills. Man kann halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skills maximal auf einmal verbessert haben. Hier zeigt man nochmal die ganzen Skills an, die man über den Folianten haben kann. Genau, Nebenskills, die werden dann anscheinend auch noch sehr wichtig. Ja, und das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles. Es gibt Reittiere, den hier kriegt man geschenkt auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Reittiere zu kaufen, die ein bisschen schneller sind und. Das kennt man ja auch. Das ist ja, das sollte nichts Neues sein. Wie gesagt, jeder Charakter kann so fliegen. Ich finde das sehr cool. Das macht echt Spaß. Es steuert sich alles wunderschön. Ist wirklich alles intuitiv bis zum geht nicht mehr. Hier sieht man auch mal auf der Karte diese grünen Quests, die halt alle diese Titel geben, die dir dann was bringen. Was ich schön finde für Leute, die einfach nicht so viel Lust haben zu erkunden oder nicht so viel Zeit. Wenn man auf die Karte auf einen Punkt klickt, dann läuft er automatisch hin. Und er mountet sogar automatisch auf. Also wenn man hier irgendwo hinklickt, dann mountet er sofort auf und läuft genau hin. Sucht den schnellsten Weg und läuft hin. Also wer das als gutes Gimmick findet, der dem sei es gegönnt. Und hier kann man sogar, wenn man NPC nicht findet, kann man hier einfach suchen und dann hingehen. Das ist total easy. Wow! Okay, das hatte ich ja noch nie gesehen. Was bist denn du? Wow! Okay. Zoomen wir mal ran. Apollon und Underworld Unheilsdrache. Wow! Okay, das hatte ich noch nie gesehen. Das ist mir neu. Was es damit auf sich hat. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist es so ein Boss, keine Ahnung. Also hier hier stehen da anscheinend auswärtige Geier. Ah, das ist die Brünhild, die haben uns ja im Tutorial geholfen. Das sind halt so Drachen. Das scheinen so Vorbereitungen sein auf so große Events. Hm? Interessant. Bam, 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 bam. Lol, das ist interessant. Was passiert jetzt? Oh, vielen Dank. Es ist halt nicht vertont, ist ein bisschen schade. Könnte man machen oder hätte man machen können. Aber macht jetzt nicht so viel. Es gibt Deliver Missions, das heißt, man fliegt dann von einem Ziel zum anderen und liefert Pakete ab. Und ja, das ist auch so ein schönes kleines Gimmick, sage ich mal. Ja, es ist alles sehr schön gestaltet. Die Welt ist jetzt nicht unbedingt offen, aber auch nicht geschlossen. Also es ist wirklich so ein Zwischending. Finde ich sehr schön gemacht. Ja. Gut, im Grunde ist es alles. Hier hat man noch einen Item-Shop, auch Treue-Shop. Das heißt, je mehr man spielt, je mehr man erledigt, desto mehr Treuepunkte kriegt man. Da kriegt man eben auch ein bisschen teurer, zwar wie mit Echtgeld, aber halt kriegt man auch die Items, die man sonst für Echtgeld kauft, kann man halt da im Treue-Shop kaufen. Das ist halt auch, finde ich, ein Service heutzutage, dass man das sowas noch anbietet. Finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse. Wie gesagt, manche haben es vielleicht auch auf Pro7 und Co. in der Werbung gesehen, das Spiel. Das ist jetzt ganz neu in der Open Beta, also bitte erwartet jetzt kein absolut fertiges, perfektes Spiel.
es ist in der Open Beta. Und mit dem muss man sich gewöhnen. Ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr schön gezeichnet vor allem. Ich finde den Grafikstil einfach klasse. Ist einfach mein Ding. Und ja, wenn ihr das gleiche findet, ihr könnt mich gerne adden. Ich heiße Shiam. Und ich kann euch auch ein bisschen was erzählen. Wir können auch zusammen gerne mal spielen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und wenn das so weitergeht, wenn mir das auch später noch gefällt, dann werdet ihr auch mehr Videos darüber auf unserem Kanal Diplomatische Unholde finden. Und bis dahin, auf Wiedersehen.